Also, wenn wir jetzt die beiden Sachen bei uns auf dem Bildschirm haben, öffnen wir einfach mal das World Edit 4.6 Zip, weil das brauchen wir jetzt als erstes mal. Da sehen wir jetzt halt die Dateien drinne. Das meiste ist ja eigentlich einfach nur Notizen und Lizenz und die Dateien README. Falls ihr halt was nicht weiter wisst, könnt ihr da einmal draufklicken. Und dann ist hier halt zum Beispiel so, ist hier halt so ein, ja, so ein kleines Tutorial auch, aber es ist halt alles auf Englisch. Und da könnt ihr dann sonst auch einfach mal reingucken, falls ihr was nicht wisst. So, das können wir mal ausschließen. Und dann brauchen wir wieder nur die WorldEdit.jar. Die ziehen wir einfach hier in unseren Plugins-Ordner rein einmal. WorldEdit.jar. Gut, dann schließen wir einmal das ZIP-Archiv wieder. Und öffnen unser WildCard 5.2.2.zip. So, da sehen wir auch wieder halt so viele Dateien. Wir brauchen aber nur die wildcard.jar. Die ziehen wir auch einmal hier rüber. So, da können wir unser ZIP-Archiv auch wieder schließen. So, dann haben wir jetzt die beiden Dateien. Die erstellen sich genau wie Permissions, werden die sich gleich so einen Ordner erstellen. Dazu müssen wir wieder mal unseren Server starten. Klicken wir hier doppelt drauf. Und wir sehen hier ganz viele neue Meldungen. Die lassen wir erstmal außen vor, weil wir gucken uns gleich die Dateien an, die sie erstellt haben. Geben Stopp ein. So. Gehen wir auf unser Plugins-Ordner wieder und sehen hier die beiden Ordner, die erstellt wurden, die beiden. So, dann gehen wir jetzt, beziehungsweise World Edit, da braucht man eigentlich nichts dran ändern. Der ist standardmäßig eigentlich schon vorkonfiguriert, da braucht man nichts drin umstellen. Und bei WorldGuard müsste man nichts einstellen, aber es ist besser, wenn man sich das nach seinen Wünschen halt einstellt. Da gehen wir einmal darauf. Und dann sehen wir eine Config und einmal Worlds. Den Ordner Worlds und die Config-Datei. Das ist halt eine weltweite Config. Wenn man da drin was ändert, gilt das halt für alle Welten komplett. Wir wollen aber nur für unsere eigene Welt, halt für unsere normale Welt das festlegen und deswegen kopieren wir uns einmal den Text daraus, Copy, so, schließen das wieder, gehen auf Worlds, World und auf unsere Config. Und die ist jetzt wahrscheinlich, ja, die ist bis auf das hier leer und da fügen wir dann stattdessen einmal das ein, was wir uns aus der anderen gerade kopiert haben, so. Auch wenn das jetzt der Text aus der weltweiten Konfigurationsdatei ist, ändert das halt, zählt es halt nur für den, für nur für diese Welt jetzt, weil die ist halt im Ordner hier und ja, und das zählt halt wirklich nur für die eine Welt. So, und dann können wir, das könnte man eigentlich sagen, ist es völlig, beziehungsweise eigentlich, es steht, dass es für die weltweite ist, steht eigentlich nur hier oben drinne. Und wenn es dann halt in der anderen Config ist. Und das hier ist eigentlich genauso gleich wie zu der anderen, deswegen kann man das auch einfach verwenden. Und dann fangen wir mal hier oben an. Economy, das Plugin haben wir noch nicht, deswegen lassen wir das erstmal außen vor. Damit könnte man sie nämlich zum Beispiel User dazu, oder könnte man Usern erlauben, sich Regionen zu kaufen, die man vorher erstellt hat. So, das kann man eigentlich, braucht man auch nicht unbedingt. Und hier, Chest Protection, Enable. Wenn ihr jetzt möchtet, dass wenn ihr eine Region erstellt habt und die auf einen Player protected ist, dass der True nur von dem Spieler drin geöffnet werden kann, stellt ihr das einfach auf True. So, jetzt könnte halt nur noch der Spieler, auf den die Region auch protected ist, die Truhen öffnen und schließen. Physics, da könnt ihr einstellen, wenn ihr das auf True macht hier, dann fällt halt der Sand und der Gravel fallen dann nicht mehr nach unten. Die sind dann halt wie normale Blöcke, wie zum Beispiel Stein oder Erde. Block TNT ist immer gut, weil wenn man das auf True setzt, dann kann man, dann kann halt kein Spieler mehr, kann dann mehr TNT setzen. Und dann gibt es auch gar nicht erst das Problem, dass es explodiert oder so. Feuerzeuge lasse ich mal auf False, das heißt, dass man die benutzen kann. Da stelle ich das gleich ein, dass Feuer sich nicht ausbreitet und ja, weil sonst könnte man halt zum Beispiel keinen Ofen machen mit zum Beispiel, wenn man sich da Ofen und halt Holz hinstellt und so und man das anzünden möchte, geht das ja dann leider nicht und deswegen mache ich das mal auf False, weil das kann man anders nämlich noch machen. Das mit den Regions ist auch erstmal unwichtig für uns noch. Im Sponge können wir halt den Radius vom Sponge einstellen, wie er halt, wenn er jetzt zum Beispiel 3 einstellt, dann
saugt er halt nur das Wasser im Umkreis von 3 Blöcken ein. Wenn wir jetzt 9 einstellen, saugt er das Wasser im Umkreis von 9 auf. Fire, hier, wenn wir jetzt, das ist sogar schon disabled, das sollte immer sein, damit halt eure Welt nicht zufälligerweise oder ganz aussehen mal von Feuer zerstört wird. Dasselbe machen wir hier auch. Disable all Fire Spread, das heißt, Feuer wird sich dann nicht mehr ausbreiten, wenn ihr hier True stehen habt. Hier, wenn ihr hier eine Zahl reinschreibt und zum Beispiel, wenn das jetzt auf False stehen würde und ihr hier jetzt eine Zahl reinschreibt, zum Beispiel 5, dann würde sich das Feuer nur 5 Blöcke weit ausbreiten. Aber wir wollen es komplett, dass es sich nicht ausbreitet und deswegen lassen wir das leer und schreiben hier einfach True hin. So, Login Protection. Wenn ihr hier 3 stehen habt, dann heißt es, dass der Spieler für die ersten 3 Sekunden, die auf dem Server ist, halt unverwundbar ist gegen Attacken von anderen Spielern und Fall Damage zum Beispiel. So, exakt respawn, halt wenn er stirbt oder so, oder wenn er nicht zum Spawn teleportiert, aber dann haargenau da und das heißt, er wird halt immer da, wo er auch schon mal gespawnt ist, wird er dann halt wieder hin teleportiert. Und das ist, manchmal funktioniert das halt und manchmal funktioniert es nicht. Es ist halt immer, es ist Glück eigentlich, ob es funktioniert oder nicht. Und das kann man eigentlich einfach so lassen, das braucht man nicht unbedingt. Und hier, wenn der Spieler jetzt stirbt, soll er zu seinem Home teleportiert werden. Also wenn der Spieler jetzt irgendwo in der Welt einen Homepunkt hat, also sein Haus hat, und sich da und zum Beispiel da drin seinen Homepunkt hat, aber dann da einfach wieder hin teleportiert wird. Das ist dann halt, dann wird er halt zu seinem Bett teleportiert, wenn er da drin schon geschlafen hat. Und dann machen wir das einfach mal auf True. Erstmal. Hier könnt ihr halt einstellen, wenn der Spieler gestorben ist, ob er dann gekickt werden soll vom Server, also dass er vom Server fliegt. Spawn Protection ist halt. Da kann halt niemand drin bauen, außer ein OP, also ein Operator. Da können auch die normalen Admins nicht drin bauen. Das ist halt die Zone, die halt um den Spawn herum ist. Das ist halt jetzt wenn es halt zum Beispiel 0 Blöcke in jeder Richtung, das heißt nur der Spawn an sich, nur der Block, auf dem der Spawn ist, wäre jetzt protected. Wenn wir da jetzt zum Beispiel 5 einstellen würden, wären alle Blöcke im Umkreis von 5 Blöcken um den Spawn jetzt protected. Aber wir wollen das auf 0 lassen. Und ja, Disable Health Regain. Das heißt, wenn ihr das jetzt auf True stellen würdet, würde der Spieler unter keinen Umständen würde der denn Leben dazu kriegen. Wenn er jetzt irgendwo runterspringt, wird ihm das Leben abgezogen, aber er kriegt es auf keinen Umständen wieder auf, wenn ihr das hier jetzt auf Peaceful habt, den Modus. Das lassen wir aber auf False, damit ihr, wenn ihr jetzt ohne Monster spielt, dass er dein Leben wiederkriegt. Ja. Goodie. So, machen wir hier mal weiter. Block Creeper, das hier ist eigentlich, die ersten beiden sind eigentlich unwichtig. Da kann man halt Creature spawnen, kann man halt bestimmen, dass halt keine Mobs spawnen und so. Und das hier ist eigentlich wichtig. Und dann können wir hier einmal Block Creeper, Block Damage. Das heißt, wenn wir das auf True stellen, wir machen Creeper halt, wenn die explodieren, halt keinen Schaden mehr in der Welt und so. Und ja. Hier könnte man natürlich auch noch Creeper-Explosionen komplett blocken. Das lassen wir mal auf False, weil dann machen sie immer noch Schaden am Spieler und man muss sich noch vor ihnen in Acht nehmen, aber sie machen keinen Schaden mehr an der Welt oder an Häusern, die ihr gebaut habt. Bei den Dynamics sollte man eigentlich alles so lassen. Da braucht man jetzt nicht unbedingt was ändern. Und beim Wetter muss man halt gucken. Hier könntet ihr zum Beispiel Disable Weather, könntet ihr einfach das auf True stellen und dann gibt es gar kein Wetter mehr. Always raining, das heißt, es würde jetzt immer regnen, wenn ihr das auf True stellt. Das gleiche gilt für Always Thundering. Und hier könntet ihr auch Disable Lightning Strike Fire, das heißt, es würde jetzt keine Gewitter mehr geben, also keine Blitze und Donner. Und Disable Thunderstorm, es würde jetzt keinen Donner mehr geben. Und halt, wenn ein Schwein halt jetzt, hier kann man das halt einstellen, dass wenn ein Schwein vom Blitz getroffen wird, dass es sich halt nicht in einen Zombie verwandelt oder so. Und das stelle ich mal auf True, weil die Zombies möchte ich wirklich nur in der Hölle haben. Das sind halt diese komischen Schweinesoldaten da, die es in der Hölle auch immer gibt. Und die einen dann sofort angreifen.
So, Crops. Disable Creature Trampling. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Tier über irgendwas, über so einen Samen läuft, den ihr gepflanzt habt, wird er dann halt zertrampelt oder nicht zertrampelt. Und wenn ihr das jetzt hier auf True stellt, wird er halt nicht mehr zertrampelt. Ich lasse es aber einfach mal so. Genau das gleiche gilt für Players. Und wenn ihr zum Beispiel mit Spieler über darüber läuft und ihr das hier auf True stellt, wird er halt nichts zertrampeln. OP-Permissions, das heißt, wenn ihr in der OP-Datei steht, habt ihr halt alle Permissions über World Guard und ja, das ist auch meistens immer gut. Hier könnt ihr halt einstellen mit den Disable-Optionen hier, ob der Spieler halt Schaden nimmt. Hier zum Beispiel den Fallschaden. Wenn ihr das auf True stellt, kriegt ihr keinen Fallschaden. Das andere gilt auch für die anderen Optionen. Wenn ihr das hier zum Beispiel auf True stellt, würde er keinen Schaden mehr von Mobs bekommen. Und ja, das war's eigentlich auch mit World Guard erstmal. Schließe ich das einmal, speichere das. Und wie ihr dann das mit, als nächstes Plugin werde ich euch dann Comment Book zeigen, mit dem ihr halt so normale Befehle bekommt wie slash spawn oder so. Oder den Item-Befehl, um euch Items zu cheaten. Das zeige ich euch dann im nächsten Video.